Schönen guten Abend, mein Name ist Christoph Blome. Ich bin Programmleiter im CH Links Verlag in Berlin und begrüße Sie zum heutigen Abend im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung und des CH Links Verlages. 2020 hat die Grüne Partei ein Doppeljubiläum gefeiert. 40 Jahre Gründung der Partei Die Grünen, 30 Jahre Gründung von Bündnis 90. Aus diesem Anlass ist in unserem Verlag ein Buch erschienen. Der Titel lautet Avantgarde oder angepasst, die Grünen, eine Bestandsaufnahme. Herausgegeben wurde es von Michael Wedell und Georg Milde. Und es versucht, den Weg der Partei nachzuzeichnen, ihre Leistungen, ihre Defizite, aber auch, wo sie heute steht. Und als eine Art Leitmotiv fungiert dabei die Frage, die im Titel formuliert ist. Nochmal etwas anders gefasst, wie stark haben die Grünen Grundsätze über Bord geworfen, um regierungsfähig zu werden? Das Buch gliedert sich in drei Teile. Es geht zunächst los mit einem größeren Teil, wo Vertreterinnen und Vertreter der politischen Konkurrenz auf die Grünen blicken. Mit dabei ist unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie alle sagen, was sie an den Grünen schätzen, welche Errungenschaften sie der Partei zubilligen und wo sie sie kritisieren würden. In einem zweiten Teil sprechen Vertreterinnen und Vertreter der Grünen selbst, blicken zurück auf die Geschichte der Partei, darauf, wie sie sich verändert hat im Laufe der Zeit. Und in einem dritten Teil kommen schließlich Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft zu Wort, aus dem Journalismus, aber auch aus kirchlich-karitativen Organisationen, Gewerkschaften. Es sind Influencerinnen dabei und Aktivisten. Wir werden in den kommenden etwa 60 Minuten über verschiedene Aspekte sprechen, die in diesem Buch angerissen sind und uns darüber hinaus aber auch aktuellen Fragen widmen. Währenddessen können Sie gerne im Chat Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums formulieren. Michael Wedell, einer der beiden Herausgeber, wird das Ganze moderieren. Und wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ich freue mich sehr, dass drei Beiträgerinnen und Beiträger aus dem Buch heute Abend mit dabei sind. Da ist zum einen Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Annette Schavan, Bundesministerin AD und ehemalige Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland am Heiligen Stuhl. Und Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Die Linke, Entschuldigung. Das werde ich nie schaffen, das werde ich nie schaffen. Man muss noch Ziele haben. Und zu guter Letzt wird das Podium komplettiert durch Sebastian Buko. Er ist Parteienforscher und Leiter der Abteilung Inland bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Dann möchte ich Ihnen noch kurz die beiden Herausgeber vorstellen. Georg Milde war Bundesgeschäftsführer der Jungen Union und ist heute Publizist. Und Michael Wedell war Vorstandsreferent bei der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und ist heute Partner bei der Brunswick Group, einer internationalen Beratungsfirma. Ja, wir legen los mit der Partei Die Grünen. In der Parteiengeschichtsschreibung wird gemeinhin gesagt, dass die Grünen 1980 hervorgegangen sind aus der Anti-Atom-Bewegung, aus der Frauenbewegung, aus der Friedensbewegung, der Umweltbewegung, also alles Bewegungen, die man gemeinhin eher links der Mitte verortet. Und da war ich dann doch etwas überrascht, als ich den Beitrag von Dietmar Bartsch im Buch gelesen habe, der die These vertritt, die Grünen seien nie eine originäre Linkspartei gewesen. Und heute seien Sie sogar auf dem Weg ins konservative Bürgertum. Herr Bartsch, woran machen Sie das fest? Na gut, wenn ich das in einem Satz festmachen kann, kann ich sagen, schauen Sie auf den gestrigen Abend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es in Baden-Württemberg über 30% gibt, die irgendwie links sind.
Aber jetzt ernsthaft beantwortet, würde ich das mit folgenden wenigen Sätzen versuchen. Also einmal ist das erstmal sowieso überhaupt nichts Schlimmes, nicht links zu sein. Und die Grünen haben sich vor allen Dingen bei ihrer Gründung, wenn man das sich nochmal anschaut, als fortschrittlich insbesondere in einigen Fragen angesehen, also in der ökologischen Frage, aber auch in Gleichstellungsfragen und in ähnlichen Dingen. Das wurde gemeinhin als links verortet. Heute ist das Thema Ökologie nicht mehr ein linkes Thema, sondern es ist eins, was die gesamte Gesellschaft erfasst. Es gibt eine Besonderheit, die eben deutsch ist. Während in vielen anderen westeuropäischen Ländern es ja so war, dass es neben der Sozialdemokratie als klassische Partei eine linke Partei gab, entweder kommunistisch, reformkommunistisch oder wie auch immer, sozialistisch. Das gab es in der Bundesrepublik alt, ich sage es mal auch aufgrund des abschreckenden Beispiels der DDR nicht. Und da haben sich viele, die links waren, dann eben bei den Grünen wiedergefunden, weil die von Ost-Berlin geförderte DKP für sie keine Alternative waren. Deswegen war da auch etwas mehr Sammlung links, das ist zweifelsfrei unbestritten. In anderen Ländern im Übrigen, ich nehme nur das Beispiel jetzt Norwegen, in meinem Beitrag habe ich das etwas tiefer analysiert, da gibt es nur eine Partei links der Sozialdemokratie, die heißt auch noch Linkspartei, und da sind Grüne und Linke zusammen mit der Partei. Also da gibt es eine deutsche Besonderheit, die durch deutsche Teilung wesentlich mit entstanden ist. Und der Weg der Grünen war dann einer, zunächst ja als Juniorpartner häufig der Sozialdemokratie, aber der dann eben zur Eigenständigkeit geworden ist. Die Grünen verstehen sich selbst immer noch als Fortschrittspartei, aber ich glaube auch selbst nicht mehr als linke Partei, auch wenn es dort viele Linke gibt. Sicherlich gibt es auch linke Positionen, aber ich sage es nochmal, eine klassische linke Partei ist es eigentlich nicht gewesen. Da kann man auch an die Ursprünge gehen und viele Beispiele habe ich da in meinem Beitrag genannt. Ich glaube, dass das nichts Schlimmes ist und dass das für andere Parteien, nämlich für meine zum Beispiel, durchaus Raum lässt. Vielleicht soweit in Kürze. Vielen Dank. Wenn man jetzt nach dem Ausschlussverfahren vorgeht und die Grünen nicht links sind, könnte man ja auf die Idee kommen, dass sie stattdessen bürgerlich-liberal sind. Nun bestreiten aber genau das die Beiträgerinnen und Beiträger im Buch, die von der CDU, CSU und der FDP kommen, machen das unter anderem daran fest, dass die Grünen angeblich zu sehr auf den Staat setzen, zu wenig auf den Markt, zu sehr auf Verbote setzen, zu wenig Gegensätze ausgleichen. Frau Schawan, würden Sie sich diese Sichtweise von Vertreterinnen und Vertretern aus Ihrem Parteienspektrum und auch aus Ihrer Partei zu eigen machen oder sehen Sie das anders? Ich sage das nicht generell so. Es gibt immer mal wieder Vorschläge, auch von den Grünen. Die kann man dann als Mitglied der CDU oder die kann jemand wie ich falsch finden. Aber generell das Spektrum der Grünen zu beschreiben als ein Spektrum von Verbot zu Staatsgehörigkeit und anderem ist zu undifferenziert. Ich glaube, wir müssen jetzt lernen, in allen Parteien, bevor man dann wieder in den Kampf geht, differenzierter zu sehen. Also zur Gründung der Grünen gehörte Herbert Gruhl von Beginn an. Er ist aus der CDU raus, er ist zu den Grünen, weil er eine bestimmte Dimension von Konservativismus nicht mehr in der CDU fand. So geht es den Grünen, wie es in der Gründungsgeschichte auch bei der CDU war. Verschiedene Strömungen, unterschiedliche Schwerpunkte. Und das ist für die Entwicklung einer Partei, wenn sie über ein bestimmtes Klientel hinaus will, eigentlich eine ganz gute Geschichte. Das bedeutet auch, innerhalb der Partei zu ringen. Daraus ergeben sich viele Auseinandersetzungen. Das haben die Grünen erlebt, das haben wir erlebt. Das erlebt man auch immer mal wieder aktuell in dieser und jener Region. Aber die Vorstellung, dass eine Partei sich aus einer ganz bestimmten Tradition heraus entwickelt, gibt es auch. Gilt aber nach meinem Verständnis weder für die Grünen noch für die Union. Frau Göring-Eckardt, wir haben also gehört, wenn man Ihre politischen Konkurrentinnen und Konkurrenten fragt, was die Grünen eigentlich ausmacht, wo sie politisch stehen,
ergibt sich so ein gewisses diffuses Bild. Also manche CDU-Politiker würden bestreiten, dass sie im bürgerlichen Lager sind. Wir haben gehört, Dietmar Bartsch bestreitet, dass sie eine linke Partei sind. Irgendwie scheint sie niemand so richtig haben zu wollen. Wo würden Sie sich denn selber sehen? Jenseits der Lager, diesseits der Realität, würde ich sagen. Also ich glaube, dass diese alten Lager von rechts und links nicht mehr wirklich zeitgemäß sind. Wenn linke Politik ist, sich für die Schwächsten einzusetzen und für Solidarität, dann sind wir eine linke Partei. Ich würde auch sagen, die führende Kraft der linken Mitte. Wenn es darum geht, dass Dinge bewahrt werden müssen, wie die Umwelt beispielsweise, die Schöpfung, könnte man vielleicht etwas konservativer oder ich als Christin darf das so sagen, bewahrt werden muss, dann ist das der klassische Begriff des Konservativen. Aber ich glaube, es geht heuer eher um die Frage autoritär oder libertär. Und die Frage, das kann ich schon verstehen, dass uns angelastet wird von Teilen der Union, dass wir zu viel Staat wollen. Ich kann nur sagen, aktuell hätte ich gerne einen guten, funktionierenden Staat, noch dazu mit einer guten Regierung. Und wenn man sich anschaut, wie das Problem ist, wenn Krisen auftauchen und der Staat funktioniert eben nicht, sondern man tut so, als ob man es dem Markt überlassen würde, dann sage ich, nein, wir brauchen einen funktionierenden Staat, aber einen, der Freiheiten schafft, der für Freiheiten sorgt. Also je mehr gute Regeln, nachvollziehbare, transparente Regeln, umso mehr Freiheit für die Einzelnen und für den Einzelnen. Und das ist eine andere Achse als diese traditionelle Rechts-Links-Achse. Ich glaube, da können heute wirklich auch nur noch wenige was damit anfangen. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, sondern ich finde, worum geht es in der Politik? Geht immer darum, Politik zu machen von den Menschen her. Und ich würde für uns sagen, wir sind oft diejenigen, die sich das in Klammern übrigens auch leisten können, die Lobby sind für die keine Lobby haben. Und die Lobby sind für die Zukunft, respektive das Klima, auch weil unsere Wählerschaft, auch unsere gewachsene Wählerschaft auch bereit ist, das mitzutragen, dass wir lange Perspektiven aufmachen und uns nicht nur fragen, was passiert in den nächsten 2, 3 oder 4 Jahren bis zum nächsten Wahltermin. Und das können wir leichter, als es andere Parteien können. Das sage ich jetzt nicht als Vorwurf, schon gar nicht als Häme, sondern weil wir eine Wählerinnenschaft haben, die genau das möchte, sowas wie, ja, vielleicht würde man Enkelpolitik dazu sagen. Herr Buko, wir haben jetzt gehört, wie die Akteurinnen und Akteure selber die Grünen beschreiben, von außen, aus der Innensicht. Wie gehen Sie als Parteienforscher an diese Frage heran? Wie verorten Sie eine Partei in einem weltanschaulichen Koordinatensystem? Ziehen Sie sowas heran wie soziale und demografische Daten, was zum Beispiel Mitgliederbasis angeht, was Wählerinnenschaft angeht? Wie würden Sie als Forscher die Grünen als Partei typisieren und beschreiben? Ja, ich glaube tatsächlich, die Frage links oder rechts oder mittig ist greift zu kurz. Das ist in der Forschung relativ klar, dass wir mit diesen Begriffen eigentlich auch nicht arbeiten. Meist mit mehrdimensionalen Räumen, oft etwa an Themenfeldern, zentrale Konfliktlinien, die Frage, wo sind Parteien positioniert. Das kam ja gerade schon durch. Man kann auch in die Parteiorganisation oder in die Wählerstrukturen reinschauen. Für die Grünen, glaube ich, tatsächlich ist sozusagen eine Rückbesinnung auf frühere Selbsteinordnung, nicht links, nicht rechts, sondern vorne, ein Stück weit eine Antwort, die wieder trägt ein bisschen, weil dieses vorne im Sinne von einer progressiven Veränderungsbereitschaft auf der einen Seite die Grünen charakterisiert. Und auf der anderen, und das, glaube ich, ist das Besondere, das klang gerade auch schon an, diese Veränderung aber in Verbindung und mit Unterstützung von etablierten Milieus. Und daraus schöpfen auch die Grünen gerade ihre Kraft, wenn wir jetzt etwa an die letzten Wahlen immer wieder denken, dass sozusagen die Allianz der Grünen Veränderung in moderater Form, aber mit einem klaren Zielanspruch verbunden wird mit den etablierten Milieus, die tatsächlich auch bereit sind, Veränderungen zu tragen, weil Veränderung natürlich auch eine Herausforderung für eine Gesellschaft ist. Also insofern, dieses vorne neu gedeutet als progressive Kraft ist sehr hilfreich, um die Grünen zu verorten. Und je nach Themenfeld kann man natürlich dann überlegen, ob das dann Anschlussfähigkeit an verschiedene Strömungen traditioneller Denkart ist. Deswegen sind, glaube ich, auch, darüber kommen wir sicherlich noch ins Gespräch nachher, auch die Anschlussfähigkeiten für die Grünen so breit, ohne dass sozusagen daraus sozusagen ein Zielverlust herausgeht, weil tatsächlich das ein bisschen die Frage ist der Aushandlung in einzelnen Themenfeldern. Schauen wir noch mal ein Stück in die
Geschichte der Partei. Wir haben eingangs gesagt, 1980 wurden die Grünen gegründet, 1990 das Bündnis 90, 1993 haben beide Teile der Partei zusammengefunden. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben neulich einen sehr selbstkritischen Beitrag geschrieben über die Haltung der Grünen West in der Vereinigungszeit. Also sie haben unter anderem Marianne Birtler zitiert, die gesagt hat, dass für viele Westgrüne eine Unterstützung der Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler im Osten gar nicht in Frage kam, weil die sich ja im Widerstand gegen einen linken Staat befanden. Sie haben auch erzählt, dass Lukas Beckmann 1988 Bärbel Bohley mit in eine Sitzung der Bundestagsfraktion der Grünen genommen hat und daraufhin ungefähr die Hälfte der Anwesenden den Saal verlassen hat. Also dieses Zusammengehen der beiden Hälften der Partei scheint keine ganz selbstverständliche Sache gewesen zu sein. Frau Göring-Eckardt, Sie beschreiben in Ihrem Beitrag, dass 1993 quasi von beiden Teilen das Beste zusammengekommen sei. Wo waren denn damals aus Ihrer Sicht die großen Unterschiede zwischen Bündnis 90 und den Grünen und wo waren die Gemeinsamkeiten? Ja, der ganz große Unterschied war natürlich die Erfahrung, die unterschiedliche Erfahrung. Einerseits in einer Diktatur und andererseits in einem demokratischen freien Land. Gleichwohl, also für mich selber gilt das, ich habe auch in den 80er Jahren schon Kontakte gehabt zu aktiven, auch grünen, grünnahen Menschen in Westdeutschland, vor allen Dingen im kirchlichen Raum. Und da war natürlich klar, dass diese Art von Politik, diese Art von Staat für die etwas war, was endlich abgelöst werden muss. Und auch da gab es diese Diskussionen. Also seit könnte ich ganz froh sein, ihr habt ja den Sozialismus und irgendwie alle sind mehr oder weniger gleich und so fort. Und trotzdem war die Frage der Freiheit und der Demokratie eben die ganz große Lücke. Und ich werde in meinem politischen Leben nie vergessen, auf die Freiheit zu achten. Und wenn es jetzt darum geht, was war denn das Beste von beiden? Ich bin wahrscheinlich eher die optimistische Person. Das Beste von beiden war auf der einen Seite, dass Bündnis 90 diesen Bürgerrechtsaspekt wirklich in sich getragen hat, in jeder Form, auf jede Art. Und mit dem Bürgerrechtsaspekt und der ökologischen Frage, die ja in der DDR auch eine große Rolle gespielt hat, nicht nur in der DDR. Ich bin politisiert worden über den Reaktor Super-GAU von Tschernobyl und habe damals im Westfernsehen gesehen, da kommt eine atomare Wolke. Und in der DDR hat man mir erklärt, die würde aber nicht über die Grenze kommen. Und diese Situation hat mich sozusagen doppelt mobilisiert für politisches Denken. Auf der einen Seite ökologisch und auf der anderen Seite aber natürlich auch, was Freiheit und Demokratie angeht und die Frage von Meinungsfreiheit und von Möglichkeiten der Meinungsäußerung. Und die Grünen haben, die Grünen West haben die ökologische Frage ins Zentrum gestellt, haben aber auch eine Bürgerrechtswurzel und eine Wurzel in der Frauenbewegung. Und ich fand es so als Jugendliche total spannend, wie die Grünen eingezogen sind in den Deutschen Bundestag und dieses ganze scheinbar lustige Theater gemacht haben mit dem vom sauren Regen verdorrten Baum und sich... Ich weiß nicht genau, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie haben sich extra anders angezogen, damit es auch besonders auffällt. Und ich fand diesen Widerstand, das hat uns wirklich verbunden, glaube ich, auch von Anfang an, diesen Widerstand gegen das Establishment, gegen das, was scheinbar immer so war, gegen das, wie es sein muss, wie es zu sein hat, der hat mich schon sehr früh begeistert. Ich bin dann zuerst nicht bei den Grünen, die gab es ja auch in Ostdeutschland in den 90ern gelandet, weil ich da eine relativ schlechte Erfahrung gemacht habe. Aber diese ökologische Frage und dieses, ich sage es mal bewusst, Widerspenstige, das hat mich von Anfang an sehr geprägt. Wie viel vom Bündnis 90 würden Sie heute noch in der Gesamtpartei sehen? Wieder mehr. Also ich glaube, wir haben diese Frage von Bündnispartei und die haben wir
in unserem damaligen Grundkonsens sehr intensiv ausformuliert, was wir damit meinen, wenn wir sagen, wir sind Bündnis 90 Die Grünen. Nicht nur, weil sich da Bürgerbewegungen zusammengeschlossen hatten, sondern weil wir tatsächlich Bündnispolitik wollen, weil wir tatsächlich der Auffassung sind, in Bündnissen geht es besser. Und damit sind jetzt nicht einfach politische Koalitionen gemeint, sondern damit ist gemeint, dass wir mit denen reden, die tatsächlich betroffen sind, dass wir mit Kirchen, mit Verbänden, mit Vereinen, mit Gewerkschaften gemeinsam nach Politikentwürfen suchen, dass wir echte, ernsthafte BürgerInnenbeteiligung wollen. Und eine Zeit lang, das muss man schon sagen, war das bei Bündnis 90 Die Grünen, ich würde mindestens verschütt gegangen, weil da ging es mehr um Konfrontation und da waren Wahlkämpfe, Rampensau-Wahlkämpfe, wo man die anderen möglichst heftig angreift und noch das kleinste Detail findet, wo man sie vielleicht doch angreifen kann, selbst wenn man den Rest irgendwie ganz gut findet. Wir sind inzwischen wieder, und deswegen sage ich wieder sehr viel mehr, bei der Bündnispartei angelangt und sagen, in der Gesellschaft, die so sehr ausdifferenziert ist, die so sehr auseinanderzubrechen droht, ist es unfassbar wertvoll, Bündnisse zu schmieden. Und zwar nicht nur mit denen, die sowieso der gleichen Meinung sind wie man selber, sondern möglichst gerade auch mit denen, die man gewinnen will. Und wenn man die großen Transformationsprozesse, die vor uns stehen, vor Augen hat, dann weiß man ganz automatisch, das geht nur in Bündnissen. Fast alle Beiträgerinnen und Beiträger im Buch, die darauf Bezug nehmen, sind sich relativ einig, dass die große Leistung der Partei Bündnis 90 Die Grünen darin besteht, die Umweltpolitik und die Ökologie auf der politischen Agenda verankert zu haben. Einige nennen darüber hinaus auch entscheidende Schritte in Richtung Geschlechtergerechtigkeit, aber auch, dass dieses Land offener und vielfältiger geworden ist in der Zeit, wo Bündnis 90 Die Grünen auf der politischen Bühne aktiv gewesen sind. Trotzdem wird den Grünen auch immer wieder der Vorwurf gemacht, sie hätten sich, um Regierungsverantwortung übernehmen zu können, viel zu sehr angepasst. Frau Schawan, als CDU-Politikerin, würden Sie sagen, die Grünen haben stärker das Land verändert oder das Land hat stärker die Grünen verändert? Aus einer Partei stammend, die jetzt, glaube ich, über 50 Jahre in Regierungsverantwortung in Deutschland ist, weiß ich, dass beides notwendig ist. Eine Partei, die keine Spuren hinterlässt, verschwindet über kurz oder lang. Aber klar ist auch, in jeder Partei hinterlässt die politische Wirklichkeit, hinterlassen gesellschaftliche Entwicklungen, hinterlassen kulturelle Veränderungen Spuren. Das ist bei allen so. Und wenn heute, wenn ich das richtig sehe, die Grünen in Bündnis 90, die Grünen in 11 Landesregierungen sind, dann ist völlig klar, diese Regierungstätigkeit hinterlässt Spuren. Im besten Fall beginnt eine Partei als Avantgarde. Kurz nach dem Krieg war die Gründung der CDU auch etwas ganz Progressives. Da gingen Protestanten und Katholiken zusammen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das hat es vorher nie gegeben. Es gab keine Fortsetzung des Zentrums, sondern es kam eine ganz neue Konstellation mit einer hohen integrativen Wirkung. Das war avantgardistisch. Und im Maße politischer Verantwortung auf allen politischen Ebenen besteht das Kunststück genau dann darin, sich selbst auch Spuren dessen, was da erlebbar ist, was sich verändert, was an Dynamik da ist, an immer wieder neuen, in verschiedenen Jahrzehnten neu entsteht, aufzunehmen, davon auch sozusagen gezeichnet zu sein, mit allem Ringen, das damit verbunden ist, denn Modernisierungsprozesse, Veränderungsprozesse in einer Partei gehen ja nie ohne Ringen, gehen nie mit sofortiger Zustimmung allen, sondern das sind so die Stunden, in denen die Zerreißproben zu bewältigen sind. Und so glaube ich, ohne Anpassung, ohne im Sinne von sich zeichnen lassen von dem, was die Wirklichkeit, die politische Wirklichkeit verlangt, und ohne dass Spuren da sind, hinterlassen werden in eben dieser politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Wirklichkeit, ist
Relevanz über langen Zeitraum für eine Partei nicht zu erhalten. Ja, Joschka Fischer sagt in einem Interview, das die beiden Herausgeber des Buches mit ihm geführt haben, wann immer wir stachelig waren, haben wir Wahlen verloren. Und es drängt sich tatsächlich auch so ein bisschen der Eindruck auf, dass diejenigen am lautesten über die Angepasstheit der Grünen klagen, die ihnen früher immer vorgeworfen haben, dass sie nicht regierungsfähig seien. Ich habe eine Frage an Herrn Bartsch, und zwar, ob Ihnen manches an diesen Fragen bei den Grünen bekannt vorkommt. Denn auch bei der Linkspartei tobt ja doch immer wieder eine Debatte über Pragmatismus und Prinzipienfähigkeit, Regierungsfähigkeit. Sie haben gerade selber eine erbitterte Debatte vor einiger Zeit angestoßen, als es um außenpolitische Fragen ging, also vielleicht nicht zufällig genau das Themenfeld, was auch die Grünen damals beim Kosovo-Krieg zutiefst erschüttert hat, indem sie nämlich mehr Pragmatismus eingefordert haben, sowohl was Deutschlands Mitgliedschaft in der NATO angeht, als auch was Auslandseinsätze der Bundeswehr angeht. Also nochmal gefragt, erkennen Sie vieles von dem, was Ihre eigene Partei bewegt, auch in der Geschichte der Grünen wieder? Also zumindest was einige inhaltliche Punkte betrifft, gibt es eine deutliche Parallele. Sie haben völlig zu Recht das Thema Außenpolitik angesprochen. Ich kann mich noch gut erinnern, auch mit welchen Positionen die Grünen damals in den 98er Wahlkampf gegangen sind. Die kommen mir sehr bekannt vor. Hier gibt es eine große Ähnlichkeit. Und durch nicht nur den Irakkrieg, durch Kosovo, Jugoslawien galt es sehr schnell, dort Entscheidungen zu treffen. Und die waren nicht immer programmkonform. Und auch aus dieser Erfahrung habe ich mich in meiner Partei immer dafür eingesetzt, dass man sich bei all diesen Fragen jede konkrete Situation anschaut und nicht sagt, nein, 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 weil das ist letztlich keine wirkliche Politik, das ist Bekenntnis. Und nun habe ich viel zu kritisieren an dem Thema Auslandseinsätze, an dem Thema Waffenexporte und so weiter. Aber diese Debatte, die gibt es, und wir haben ja die kuriose Situation bei uns, bei den Grünen ist das ähnlich, wenn die Partei stärker wird, dann beginnen die Debatten realitätsvoller zu werden. Und ich kenne das aus der ersten Zeit, als wir in den alten Bundesländern tapfer um die 1% gekämpft haben. Da war die Radikalität in diesen Landesverbänden besonders groß, was eine gewisse Logik ergibt. Wenn man dort in ein Land überhaupt in ein Landesparlament einziehen will, dann macht man das nicht mit pragmatischen Thesen, sondern dann muss man ein Stück weit radikal auch auftreten. Das kann ich nachvollziehen, wahlpolitisch. Aber strategisch für eine gesamtdeutsche Partei ist das natürlich eine Position, die nur zeitweise durchzuhalten ist. Und deswegen habe ich mich sehr früh dafür eingesetzt, dass man immer auch erstens den politischen Gegner sich anschaut und versucht, den Gehalt seiner Forderungen auch aufzunehmen. Das haben die Grünen mehr oder weniger sensationell hinbekommen und positiv hinbekommen. Und das ist in meiner Partei weiterhin eine Auseinandersetzung. Die ist immer dann, wenn Wahlen anstehen, natürlich besonders heftig. Das ist ganz klar, wenn es um Listenplätze geht, dann weiß man, dass man gerade mit dem friedenspolitischen Thema immer Punkte machen kann. Und das stellt man dann nach vorn. Und es gibt nur wenige, die sich dann auch leisten können, diese ja etwas offene Position wahrzunehmen. Ich sage auch ganz klar, manche Veränderungen, die es dann bei den Grünen gegeben hat, die sind dann auch erst in Regierungsverantwortung vollzogen worden. Da ist Regieren auch durchaus hilfreich. Das sehe ich auch in den Ländern, wo wir Regierungsverantwortung übernommen haben. Da gibt es Parallelen. Trotzdem würde ich das ansonsten nicht immer gleichsetzen, weil auf anderen Feldern gibt es da andere Positionierungen und da sind die Veränderungen auch anders. Ich kann jetzt bei den Grünen, man muss ja nicht immer die Außenpolitik nehmen. Wenn ich wirklich das Thema Ökologie nehme und schaue mir an, was in den Jahren der Regierungsverantwortung auf der Bundesebene verändert worden ist, da kann man ja nur sagen, gesellschaftspolitisch und auf dem ökologischen Sektor haben die Grünen extrem viel vorangebracht, also viel mehr als ihre Stärke war. Das ist so, das muss man neidlos anerkennen. Das ist sicherlich ein absolut positives Ergebnis. Es würde manche Dinge heute nicht geben, die heute jeder begrüßt. Und auf anderen Feldern ist das eher weniger gelungen, aber das ist, glaube ich, bei politischen Parteien normal. Das gilt auch für Stärke. Aber eine Gesetzmäßigkeit, die scheint mir logisch zu sein. Mit größerer Stärke und höherer Verantwortung
muss auch der Pragmatismus größer werden. Ich sehe das, Bodo Ramelow als Ministerpräsident muss eine ganz andere Art an Politik machen, als zum Beispiel in einer Opposition in Hessen oder jetzt, wo wir in Bremen in Regierungsverantwortung auch sind, werden selbstverständlich auch andere politische Entscheidungen getroffen als das, was auf einem Landesparteitag teilweise erzählt wird. Das gehört dazu. Diese Auseinandersetzung muss man führen. Und ich werbe dafür, und das haben viele bei den Grünen ja auch gemacht und sich letztlich durchgesetzt, dass man dann sich hier den Realitätstest stellt. Und da stimme ich ja Katrin Göring-Eckardt zu. Man muss den Bezugspunkt Menschen haben und nicht den Bezugspunkt Ideologie allein. Es ist immer auch ideologisch geprägt, aber wenn man das verbindet, dann passiert das. Also, um die Frage nochmal kurz und knapp zu beantworten, ja, ich sehe Parallelen auf einigen Feldern sogar sehr große. Auf dem einen oder anderen steht sogar uns das noch bevor, was bei den Grünen bereits Geschichte ist. Herr Buko, egal welche Anpassungsleistungen nötig waren, damit die Grünen regierungsfähig wurden. Mittlerweile sind Sie die Regierungspartei, kann man fast sagen. Es gibt zumindest, auch wenn Sie im Bund keine Regierungspartei sind, mittlerweile mehr Landesregierungen mit grüner Beteiligung als Landesregierungen ohne grüne Beteiligung. Über das Umfragehoch der Grünen ist viel gesprochen worden. Es hat durch Corona eine kleine Unterbrechung gehabt, eine kleine oder große. Scheint jetzt so langsam sich wieder auszugleichen. Die Grünen knacken bei ihren Mitgliederinnen und bei ihren Mitgliedern die 100.000er-Marke. Es hat 2020 einen Zuwachs um 10% gegeben bei den Mitgliedern. Ist die Partei auf dem Weg zur Volkspartei? Ja, aus Sicht des Parteienvorstands würden wir nicht von Volksparteien sprechen, weil das ein Begriff ist, der schon immer sehr schwierig ist und der heute, ich komme gleich dazu, noch mal schwieriger ist. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zur Entwicklung und zur Genese der Grünen. Wo kamen sie her? Sie sind ja entstanden auch ein Stück weit aus einer Repräsentationslücke, weil Themen, die gesellschaftlich schon da waren, in den Parteien, die damals etabliert waren, nicht aufgegriffen wurden. Die Themen wurden ja genannt. Und daraus entstand natürlich auch der Bedarf nach einer neuen Partei und auch letztendlich darin begründet sich auch der frühe Erfolg in der ersten Phase. Und zugleich, diese Wechselwirkung hat Frau Schawane schon angesprochen, ist natürlich immer so eine Verknüpfung, die Partei verändert sich, verändert aber auch die Gesellschaft, die Institution. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Leistung erstmal der Grünen, die neben den Inhaltlichen nicht unterschätzt werden darf, also die Verbindung von fehlender Repräsentation, dieser Einbringung in die Institution, die Verzahnung und auch die Erkenntnis. Und das erklärt auch ein bisschen das Rollenverständnis der Grünen, die Erkenntnis, dass Gestaltung mit und nicht gegen die Institution zu erfolgen hat und dass auch Gestaltung mit Mehrheiten und nicht aus der Nische heraus letztendlich im letzten Schritt sozusagen der Mitgestaltung mit Regierung oder wie in Baden-Württemberg der Regierungsführung zielversprechend ist. Insofern ist, glaube ich, diese Perspektive des Gestaltungswillens ganz wichtig, um zu verstehen, wie die Grünen erstmal auch in diesen Regierungsbeteiligungen oder auch in Baden-Württemberg mit dem Ministerpräsidenten agieren. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, dass man das so ein bisschen einsortiert. Sie sind sicherlich, weil ich sprach davon, wir sprechen nicht mehr von Volksparteien, wenn wir das bundesweit anschauen, und das betrifft alle Parteien, die Fragmentierung, die Differenzierung zwischen den Parteiensystemen in den Bundesländern macht klar, wie unterschiedlich die Parteien in sich wiederum sind. Was in einigen Bundesländern sehr kleine Parteien sind, sind in anderen großen Bundesländern sehr große Parteien, manche haben Ähnlichkeiten, aber es ist eine sehr differenzierte Darstellung in der Fläche. Und deswegen ist, glaube ich, das erste Problem tatsächlich, diese Vielfalt der einzelnen Landesparteien als Gesamtpartei zusammenzubündeln. Zum anderen, der klassische Idee der Volks, eigentlich würde ich sagen, der Catch-all-Party, ist so eine Partei von der Größe 40%, die sehr verschiedene Milieus zusammenbringt, innerhalb der Partei Kompromisse entwickelt, die dann schon vorgefunden in die Parlamente getragen werden. Das trägt in einer differenzierten, fragmentierten, individualisierten Gesellschaft schon gar nicht mehr. Was die Grünen aber können, und diese Rolle, glaube ich, ist ihnen auch sozusagen aus der Entstehungsgeschichte, aus der jüngeren Entwicklung zugeschrieben, ist diese Scharnierfunktion, diese Bündnisbildung, die Verknüpfung von etablierten Milieus und denen, die mal etabliert werden und denen, die vielleicht auch gar nicht repräsentiert sind, im Leitbild der Veränderung der Gestaltung. Und das, glaube ich, ist sozusagen, deswegen greift so ein Volksparteienideal, was so ein bisschen verklärt ist aus den 60er Jahren der alten Bundesrepublik, glaube ich, nicht mehr wirklich, um zu verstehen, wie eine Partei tickt, sondern die Partei selber hat es ja mit den Bündnisgedanken, aber diese Ausweitung, sozusagen Allianzen zu schmieden, auch letztendlich pragmatisch, Herr Bartsch hat es gesagt, sozusagen auch
mehrheitsorientiert Politik Kompromisse einzugehen. Das ist, glaube ich, gerade bei den Grünen weit durchgedrungen, dass das sozusagen ein Modell ist, was Politik letztendlich auch demokratisch funktional gut gestalten lässt. Es ist interessant, dass Sie aus der Perspektive des Parteienforschers den Bündnisgedanken aufgreifen, den Frau Göring-Eckardt in ihrem Beitrag nämlich auch herausgestellt hat, als was möglicherweise Zukunftsweisendes, was einer modernen Gesellschaft, wo sich viele traditionelle Bindungen an Gruppen und Milieus aufgelöst haben, was so einer individuellen Gesellschaft vielleicht viel angemessener ist als dieses klassische Konzept der Volkspartei, das ja doch auf relativ festgefügten Milieus und Zugehörigkeiten fußte. Wir wollen vielleicht noch einen Schritt weitermachen. Die Krise von bestimmten Parteimodellen hat natürlich auch zu tun mit den säkularen Veränderungen, die wir im Moment beobachten. Und tatsächlich gibt es auch ganz viele Beiträgerinnen und Beiträger in dem Band, die auf die Herausforderungen hinweisen, vor denen wir stehen, vor denen die Politik steht. Da ist natürlich der Klimawandel, da ist aber auch die soziale Ungleichheit, einmal in den westlichen Industrieländern, da sind aber auch die globalen Ungleichheiten zwischen Nord und Süd. Und da ist jetzt zuletzt quasi Corona dazugekommen, weil Corona natürlich vieles verdichtet hat, vieles deutlich gemacht hat. Es ist vorhin auch schon angeklungen, was zum Beispiel das Verhältnis Staat und Markt angeht. Erleben wir möglicherweise eine Renaissance des Staates und so weiter. Frau Schawan, Sie sind diejenige, die sich im Buch am ausführlichsten der Situationsanalyse gewidmet haben. Sie sprechen von einer Zeitenwende und machen die an bestimmten Punkten fest. Können Sie vielleicht erläutern, was da für Sie so die entscheidenden Momente sind? Also was macht die aktuellen Herausforderungen in Zeiten von Corona an die Politik aus? Ja, wir haben eben darüber gesprochen, dass Bündnis 90 Die Grünen entstanden sind, weil andere Parteien etwas nicht beachtet haben, was in der Luft lag und politisch relevant war. Und jetzt scheint mir in dieser Zeit der Pandemie, erleben wir eine Zeit, in der vieles aufgedeckt wird, von dem wir bei manchem eine Ahnung hatten, von dem manches auch, ja, auch schon in der Luft lag, aber in der Prioritätenliste nicht weit oben gestanden hat. Jetzt wird deutlich, wir müssen vermutlich eine umfassende Diskussion über Prioritäten führen. Wir erleben so Dinge wie einen ganz engen Austausch zwischen Wissenschaft und Politik, den wir vorher so nicht gekannt haben. Also ich kannte den als Forschungsministerin, aber dass eine Leopoldina oder Max-Planck-Institute unentwegte Gutachten schreiben, dass wir nahezu jeden Abend einen Wissenschaftler auf dem Bildschirm haben, das ist ja eine neue Situation. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das danach wieder in die Kiste gepackt wird und man sagt, das war jetzt mal ganz schön und es hat uns auch geholfen. Sondern jetzt sagen ja auch die Ersten schon, das müssen wir beim Klimaschutz genauso machen. Und dann ist der Präsident der Leopoldina auch noch ein Klimawissenschaftler und sagt natürlich, also vergesst bitte nicht, wie wir das jetzt gerade machen. So möchte ich das bei anderen Themen auch machen. Mit natürlich dem Ergebnis, dass wiederum andere sagen, das hat mir jetzt gerade gereicht, schon die letzten 12 Monate. Und ich hätte nicht so gerne euch dann auch noch mal die nächsten Jahre dauernd auf dem Bildschirm. Das wird eine wunderbare Diskussion werden, aber es ist anders, als ich das noch aus meiner politischen Sozialisation kenne. Oder es kommt ganz vieles zum Vorschein, von dem ich etwas lapidar sage, gestern noch schien das egal und nun bekommen wir eine Ahnung, dass es morgen überlebenswichtig sein könnte. Auch das verändert Prioritäten. Keineswegs nur beim Klimaschutz, aber der gilt ja, der ist ja gleichsam so ein Label geworden für ganz viele andere Themen, die damit verbunden sind und wo Veränderung notwendig sein wird. Oder das Wohlstandsversprechen. Was meinen wir, was meint Politik, wenn wir ein Wohlstandsversprechen erneuern wollen? Was sind dann die Inhalte von morgen? Wir erleben in kirchlichen Kreisen eine ganz auch intoniert durch Papst Franziskus, eine ganz kritische Debatte über die geltenden Paradigmen, über unser Verständnis von Wirtschaft, Wachstum, Fortschritt. Und das wird noch einmal verstärkt durch die Pandemie jetzt. Also finde ich, die Zeit ist klärend.
Die Zeit deckt auf, was wir vorher entweder nicht sehen wollten oder uns irgendwie in die Quere gekommen ist angesichts von anderen Prioritäten. Jetzt liegt es auf dem Tisch. Es kann nicht mehr einfach abgeräumt werden. Und deshalb finde ich das eine gute Zeit für neue Ideen, weil bekanntlich ja auch neue Ideen keine Chance in der Politik haben, wenn sie zu früh oder zu spät kommen. Der Kairos ist eine politische Kategorie. Ich kann die beste Idee haben. Wenn ich zu früh bin, wird sie versenkt. Wenn ich zu spät komme, auch. Aber wenn der richtige Moment da ist, gibt es eine Chance. Und das habe ich versucht, ein bisschen aufzuarbeiten. Und daraus ergibt sich in meinen Augen auch sozusagen neue Verbindungen zwischen politischen Parteien, auch zwischen Bündnis 90 Die Grünen und der Union, die von ganz unterschiedlichen Enden kommen, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Ich bin jetzt nicht so platt gewesen, aufzugreifen, was von ganz vielen reden, dass das die künftige Koalition ist. Dazu bin ich zu lange in der Politik gewesen, um zu wissen, dafür braucht man auch einen günstigen Moment und der ist in der Regel erst nach einer Wahl und nicht vorher. Aber das jetzt politische Kräfte sich zusammentun können, die bereit sind, das, was neu auf dem Tisch liegt, auch wahrzunehmen und sich damit politisch zu beschäftigen und es nicht in alte Schubladen zu stecken, das finde ich ist das, was diese Zeit politisch so interessant macht. Ein Thema, über dessen Relevanz sich, glaube ich, alle einig sind, auch wenn es erst in den letzten Jahren so richtig auf die politische Agenda gekommen ist, ist die Klimakatastrophe. Und die Wirkung der Klimakatastrophe auf die Grünen ist ja so ein bisschen ambivalent. Also einerseits ist die Klimaschutzbewegung Fridays for Future dafür verantwortlich, zumindest nach Ansicht vieler Beobachterinnen und Beobachter, für das Umfragehoch der Grünen, weil es dann natürlich um ein grünes Kernthema geht. Andererseits ist da jetzt auf einmal sowas wie eine außerparlamentarische Bewegung, die Druck auf die Grünen ausübt. Es gibt dann ganz interessantes Streitgespräch in dem Band zwischen Luisa Neubauer und Winfried Kretschmann. Und Luisa Neubauer sagt, dass die Klimakatastrophe im Grunde ein relativer Misserfolg der Grünen sei, dass die Defizite der Grünen Fridays for Future erst nötig gemacht hätten, weil nämlich die Grünen an dem gemessen würden, an dem eigenen Anspruch gemessen würden, Klima und Umwelt zu schützen. Frau Göring-Eckardt, haben Sie Verständnis für diese Position und was würden Sie so jemandem wie Luisa Neubauer entgegnen? Ich rede ja regelmäßig mit Luisa Neubauer, weil ich sie eine sehr spannende Gesprächspartnerin finde und finde, dass man am besten, auch da gilt es mit der Bündnispartei, am besten gemeinsam vorankommt, wenn man das gleiche Ziel hat. Und die Bewältigung der Klimakrise, das ist die Existenzfrage des Planeten und das wissen inzwischen mehr als nur, in Anführungszeichen, nur Bündnis 90 Die Grünen und das ist gut. Erstmal ist es total gut, dass es eine Bewegung gibt, die mit jungen Leuten angefangen hat, wo aber viele andere mitgemacht haben, also die WissenschaftlerInnen, LehrerInnen, Eltern und sehr, sehr viele andere, die gesagt haben, nee, das mit der Klimakrise ist wirklich sehr ernst zu nehmen. Und jetzt kann man sagen, es ist unser Defizit, dass wir da nicht weitergekommen sind. Und ich nehme das sehr ernst. Aber man kann eben auch, man muss vielleicht auch sagen, unsere Durchsetzungsfähigkeit in diesen Fragen war einfach nicht groß genug. Und dafür ist eine Bewegung, eine außerparlamentarische Bewegung natürlich erstmal gut, weil dann entsteht auch Öffentlichkeit, es entsteht auch öffentlicher Druck dafür, dass wir die Veränderungen wirklich jetzt anpacken müssen. Und das Problem, was wir haben, ist ja, dass wir schon so lange nicht im Bund regieren. Und dass wir in 11 Landesregierungen sind, ist total gut. Und dort wird ja auch extrem viel vorangebracht, was Klimaschutz angeht. Aber die Weichenstellungen finden halt statt im Bund, europäisch, global. Und natürlich hat Deutschland einen großen Einfluss darauf, was europäisch passiert, ein Green Deal, der umgesetzt werden kann, der findet halt in Europa statt. Oder die Politik, die darum geht, wie viel CO2 darf man noch ausstoßen oder die Autopolitik, alles das findet natürlich im Bund oder in Europa statt. Und deswegen ist es so vehement wichtig, dass diese Richtungsentscheidung jetzt tatsächlich getroffen wird. Und ich halte es auch wirklich für eine Richtungsentscheidung. Das meine ich jetzt nicht so
nicht so platt parteipolitisch wie die Lagerdiskussion, die wir vorhin hatten, sondern es geht schon um die Frage vehement Klimaschutz oder eben weiter irgendwie Status quo und ein bisschen was drauf. Und ich glaube, es war Jens Spahn, der gesagt hat, naja, wir als Union, wir machen das alles so langsam mit den Veränderungen, dass es alle gut aushalten können. Ich glaube, es muss was anderes passieren. Wir müssen diese großen Veränderungen anpacken und trotzdem dafür sorgen, dass die Menschen einen Halt haben, dass sie eine Absicherung haben, dass sie Zuversicht haben können. Und das, was Annette Schavan gerade gesagt hat über Wohlstand, ist ja ein solches Beispiel. Wie reden wir in Zukunft, wie reden wir heute über Wohlstand? Geht es da wirklich nur um altes Wachstum? Geht es da wirklich nur darum, dass das BIP irgendwie steigt? Oder geht es um viele andere Faktoren? Also zum Beispiel die Frage, wie gesund leben wir? Wie gebildet sind wir? Wie funktioniert sozialer Zusammenhalt oder eben auch nicht die Spaltung der Gesellschaft? Und diese Faktoren spielen ja für die Zukunft, heute schon, aber für die Zukunft eine viel größere Rolle. Vor Jahren nannten wir das Glücksindex. Ich fand das für die Diskussion einen ganz netten Begriff, aber inzwischen würde ich sagen, nein, man muss schon über einen neuen Wachstumsbegriff reden und über einen neuen Wohlstandsbegriff. Und das zusammenzubringen und dafür BündnispartnerInnen zu finden, das ist genau die Frage, um die es jetzt geht. Und wenn man sich aktuell Baden-Württemberg anschaut, da fehlt ja ganz wenig daran, dass es eine grün-rote Regierung gibt. Die SPD in Baden-Württemberg hat sich jedenfalls deutlich klarer für Klimaschutz positioniert, als das die Union oder die FDP gemacht haben, die man jetzt wahrscheinlich im Boot braucht. Und deswegen ist ja am Ende zählen eben ganz wenige Stimmen dafür, wie diese Richtungsentscheidung ausgeht. Und es zählt am Ende auch, wie stark Bündnis 90 die Grünen sind und wie viel sie durchsetzen können, von, ich würde sagen, den real notwendigen Veränderungen. Das Klimaschutzabkommen von Paris haben wir ja leider gar nicht unterschreiben können. Das hat die jetzige Bundesregierung gemacht, aber wir verletzen es in unserer nationalen Politik permanent und wir müssen auf diesen 1,5-Grad-Pfad kommen, weil wir sonst das Leben auf unserem Planeten, auch bei uns hier, in Wahrheit nicht mehr ertragen können. Und so viel Anpassungsleistungen Wissenschaft auch erfinden wird in aller Hinsicht. Ich glaube, so viel Anpassungsleistung wird nicht möglich sein. Herr Bartsch, wir sehen einmal, dass das Klimaproblem an sich immer drängender wird, dass aber auch die Forderungen nach einem grundsätzlichen Politikwandel sehr viel nachdrücklicher, zum Teil auch sehr viel radikaler werden. Auf der anderen Seite gibt es viele Politikerinnen und Politiker, die darauf hinweisen, dass Maßnahmen zum Schutz des Klimas, aber auch für eine Energiewende, für eine Verkehrswende eine gewisse soziale Schieflage haben, dass sie zu wenig die sozial Schwachen im Blick haben, dass sie zu wenig die Bevölkerung abseits der urbanen Ballungszentren im Blick haben. Würden Sie dieser Analyse zustimmen? Würden Sie darin das große Desiderat oder ein großes Desiderat neben der Klimapolitik an sich sehen für die Politik heute? Also ich teile das ausdrücklich, denn so recht Katrin Göring-Eckardt mit ihrer Analyse, was die Klimakrise betrifft, Klimakatastrophe betrifft, genauso ist die derzeitige Situation der sozialen Spaltung, der Verarmung, des Hungers und alles, was dazugehört, natürlich genauso eine existenzielle Frage. Dass sie sich vielfach überschneiden, ist ja unbestritten. Und ich sage aber ganz klar, dass natürlich die Werbung und man wird die Klimakrise nicht lösen können, autoritär. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist natürlich das Werben dafür, schon bei uns im Land, dass man eben nicht nur die urbanen, die Diskussion gibt es auch in meiner Partei, nicht nur die urbanen Zentren mitnimmt, sondern auch Regionen wie die in Vorpommern, wo ich herkomme. Aber wenn ich einmal die Welt betrachte, da sind natürlich die Probleme von Klima, wenn man in einem Flüchtlingslager in Jordanien ist oder wenn man in Indien in einem Slum ist, dann sind die für die Menschen natürlich unendlich weit weg. Da sind wir hier in einer Komfortzone und reden über etwas. Deswegen glaube ich, dass dieser grundsätzliche Wandel eben nicht nur über Stellschrauben und so richtig und vernünftig das 1,5-Grad-Ziel ist. Hier geht es wirklich um das Grundsätzliche.
Und es ist kein Wunder, dass auch bei den Fridays for Future sehr wohl auch von Gesellschaftswechsel gesprochen wird. Und ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist. Wir sehen das jetzt auch in der aktuellen Pandemie. Wir sehen das in der Klimakrise, dass ein Riesenproblem ist, der wahnsinnige, der obszöne Reichtum dieser Gesellschaft. Wenn die 10 reichsten Menschen auf der Welt in dieser Zeit um viele Milliarden ihr Vermögen vermehrt haben, und das auch in Deutschland der Fall ist in der Pandemie, und dass Menschen auch daran verdienen, dass es weiterhin diese katastrophale Situation, was das Klima betrifft, gibt, dann ist dort etwas schief und dann geht es schon ums Ganze, das heißt eben auch um die kapitalistische Ordnung, die wir verändern müssen. Wenn es dort keine Eingriffe geben wird, werden wir mit klimapolitischen Maßnahmen diese Krise nicht bewältigen können. Es geht um die Eigentumsfrage, es geht um die Verteilungsfrage auf der gesamten Welt. Das sind die zentralen Fragen, denn die ökologische Frage ist im Kern. Im Kern ist es eine soziale Frage. Darf ich mich dazu melden? Ja, klar. Oder ist es nicht bitte. Doch, bitte. Also ich glaube, dass Dietmar Bartsch einen richtigen Punkt aufgemacht hat, nämlich dass die Verteilungsfragen weltweit und auch die Klimafolgenfragen in den Mittelpunkt gehören. Aber ich bin fest überzeugt, dass Klimaschutz und die soziale Frage, der Zusammenhalt der Gesellschaft, wirklich zwei Seiten einer Medaille sind. Und dass man nicht sagen kann, macht ihr mal den Klimaschutz und die anderen machen mal das mit der sozialen Frage. Gerade global, wir wissen, dass sehr, sehr viele Menschen in dieser Welt auf der Flucht sind. Es gibt sehr viele Gründe dafür. Ein wesentlicher ist die Klimakrise, weil sie ihr eigenes Land, ihre eigenen Orte nicht mehr bewohnen können, weil da Dürre herrscht, weil man nichts mehr anbauen kann auf dem Land. Es ist natürlich ein wesentlicher Teil unserer Art zu konsumieren, unser Wohlstand, weil wir mit dem Anbau von Soja, mit der Abholzung des Regenwaldes die Lebensgrundlagen für andere wegnehmen. Und natürlich ist die Eigentumsfrage zentral. Also ne, wie machen wir das mit dem Landgrabbing und zwar sogar bei uns im Land? Und deswegen an all diesen Stellen gehört die Bewältigung der Klimakrise und die Bewältigung der sozialen Spaltung, der sozialen Frage absolut zusammen. Und ich kann für uns nur sagen, wir werden das nicht schaffen, wenn wir nicht beides im Blick haben. Also als Grüne nicht, aber sowieso als Gesellschaft überhaupt nicht. Das heißt auch nicht, es geht mir auch nicht darum, diesen etwas paternalistischen Satz, man müsse die Menschen mitnehmen. Sondern es geht um Angebot, was Wohlstand für die Zukunft bedeutet, ein echtes Angebot, was Arbeitsplätze der Zukunft sind. Und wir haben viel versäumt in diesem Land in den letzten Jahren diesbezüglich und wir haben da viel aufzuholen, inklusive der Infrastruktur dafür. Also wenn ich da vielleicht doch einmal noch eine Bemerkung zu machen darf, ohne jetzt in eine Kontroverse zu gehen. Ich teile diese Grundhaltung, dass das natürlich verbunden werden muss. Es ist nur so, jetzt sage ich das mal, wir beide sind da in einer und alle hier Diskutierenden, denn eben doch ein Stück weit in der Komfortzone. Und da müssen wir gerade die Leute, von denen du eben gesprochen hast, die eben auf der Flucht sind wegen des Klimas, aber auch die Leute in Thüringen, in Vorpommern, aber auch in anderen Regionen, die dieses Thema nicht so weit oben haben, die das als Bedrohung sehen. Die sehen ja bestimmte Dinge als Bedrohung. Und da geht es nicht darum, die einen machen das und die anderen das. Es wird selbstverständlich nur durch grundsätzliche Veränderungen, da gibt es immer diesen schönen Begriff des sozialökologischen Umbaus, da fragen die mich bei mir im Dorf in Vorpommern, was hast du gerade gesagt? Also das müssen wir dann schon so machen, dass wir den Menschen eine Perspektive, dass sie ihnen sagen, dass es für sie besser wird und das untersetzen. Das ist ja die Kernfrage. Wie schaffen wir diese Transformation? Darum geht es doch. Die Transformation sowohl was das Klima betrifft, als auch was den Zusammenhalt betrifft. Und da sage ich, das geht nur mit vergleichsweise radikalen Eingriffen. Und da steht die Eigentums-, die Verteilungsfrage ganz grundsätzlich und auch natürlich die Nord-Süd-Frage. Das wäre dann ein Thema, was man dort alles behandeln muss. Und da sind wir uns sicherlich einig, das ist ja kein Problem, was in Deutschland klärbar ist. Das ist ja einer der, wo ich sage, dass da die Grünen wirklich Fortschrittspartei sind, was das ganze Thema Europa betrifft, war immer ein Markenzeichen, das eben ganz nach vorn zu stellen. Natürlich wissen wir alle, dass es über Europa hinausgehen muss. Also kein Widerspruch, aber trotzdem ein großes Plädoyer, dass wir nicht diejenigen, die da sagen, naja, denen müssen wir das mal sagen. Nein, nein, es muss auch von dort, von ganz tief innen kommen, dass wir das miteinander verbinden müssen. Was sowohl bei Ihnen, Herr Bartsch, als auch bei Ihnen, Frau Göring-Eckardt, gerade zumindest am Rande anklang, war die Frage nach der Integrationsfähigkeit des politischen Systems.
Und es gibt Journalistinnen und Journalisten, die sagen, es gibt gerade eine ähnliche Situation wie damals, als die Grünen West entstanden. Nämlich es gibt außerparlamentarische Bewegungen. Es gibt Fridays for Future, es gibt eine Bewegung gegen Autobahnneubauten, es gibt eine Bewegung gegen die weitere Nutzung der Braunkohle. Und deswegen würde mich interessieren, Herr Buko, sehen Sie Ansatzpunkte dafür, dass sich diese außerparlamentarischen Bewegungen, die sich ja zum Teil explizit auch gegen grüne Landesregierungen richten, sich genauso in einer Partei kristallisieren könnten, formieren könnten, wie das 1980 der Fall gewesen ist? Das sehe ich ehrlicherweise nicht wirklich, weil tatsächlich die Gründung einer Partei und die Etablierung einer Partei, wir kennen es ja in der deutschen Geschichte, eher die Ausnahme als die Regel ist. Und in den Feld als Partei neu sich zu etablieren, das thematisch schon besetzt ist, ist ja ganz anders als die Phase der Gründung der Grünen, wo sozusagen eine Repräsentationslücke wirklich breit offen da lag und keine etablierte Partei die Themen aufgegriffen hat. Jetzt ist die Situation anders. Die Grünen besetzen diese Thematik. Alle anderen Parteien auch, aber natürlich der Marktkern liegt bei den Grünen. Und zwar in einer Weise, das glaube ich, ist wichtig, die in der großen Mehrheit und in ganz großen Teilen der Gesellschaft durchaus überzeugt. Weil wenn wir jetzt auch die letzten Wahlen anschauen, dann ist ja bemerkenswert, dass genau diese Überlegung im Raum stand, Stichwort Klimaliste und anderes, es aber letztendlich nicht zu nennenswerten Wahlerfolgen geführt hat. Im Gegenteil, wenn wir etwa nach Hessen schauen oder jetzt auch nach Baden-Württemberg, die Leistung der Grünen erneut, die Integration von weitreichenden Zielen in eine anschlussfähige Übersetzung, auch teilweise gutes Regierungshandwerk, viele offensichtlich davon abhält, andere, möglicherweise radikalere Gruppierungen zu wählen, sondern tatsächlich eine Integrationskraft entfaltet, die, glaube ich, auch weiter trägt. Das zeigen jetzt die letzten Wahlen, glaube ich, ganz gut, dass hier diese Vermittlungsrolle, aber auch das Erklären nicht immer schön ist. Wir hatten ja vorhin auch diese Frage, das wurde so als Anpassung, als Abrücken von Idealen ein bisschen verpackt. Das Gegenteil ist ja der Fall, sondern eher das Übersetzen, gutes Regierungshandwerk und das eben doch mitnehmen, das Überzeugen, dass eben viele kleine Schritte letztendlich notwendiger sind, vielleicht auch tragfähiger sind als so radikale Forderungen. Weil wir sehen ja auf der anderen Seite, wenn wir einzelne Entscheidungen anschauen, wie wichtig diese langfristige gesellschaftliche Mehrheit ist. Wenn wir die USA anschauen, wie schnell bei einem Regierungswechsel radikale Politiken geändert werden können und jetzt glücklicherweise wieder geändert werden. Oder beim Atomausstieg in Deutschland, diese mehrfachen Wolken zeigen ja, wenn sozusagen solche Entscheidungen nicht wirklich eine breite gesellschaftliche Verankerung finden, wie schnell eben doch wieder Rückschritt aus Sicht sozusagen einer progressiven Umweltpolitik möglich ist. Und da, glaube ich, sind die Grünen stark aufgestellt. Deswegen, glaube ich, ist so eine Neugründung von einer radikaleren Partei kein wirkliches Momentum, was nennenswert ist. Es bleibt eher eine kleine Randbedingung, weil es tatsächlich sehr schwierig ist, an bestehenden, besetzten Konfliktlinien neue Parteien zu etablieren. Wir wollen uns zum Schluss, bevor die Zuschauerinnen und Zuschauer das Wort haben, nochmal den Wahlen vom Wochenende widmen. Frau Schawan, es sah ja lange Zeit so aus, als würde die CDU sehr stark von der Corona-Situation profitieren und so, sagen wir mal, ganz sanft hinübergleiten in die nächste Bundesregierung unter CDU-Führung. Und jetzt auf einmal ist die Rede davon, dass die Partei in ihrer größten Krise seit der Spendenaffäre sei. Wo sehen Sie die Ursachen für die gegenwärtige Situation der CDU, wenn man jetzt mal vielleicht von den konkreten Fällen mutmaßlicher Korruption absieht? Wo sehen Sie die tieferen Ursachen und wie könnte die Partei Ihrer Meinung nach da wieder rauskommen? Nun, natürlich spielen die beiden Wahlen gestern eine Rolle und es ist ja vor allen Dingen in Berliner Kosmos so, dass dann ganz schnell so Debatten hochgejatzt und aber auch irgendwann wieder fallen gelassen werden. Also ich würde jetzt mal noch nicht so den Eindruck verstärken, dass jetzt eine gänzlich neue Situation da ist, sondern es ist eine Situation, wie sie wenige Monate vor einer Bundestagswahl meistens ist, ich habe noch nicht in Erinnerung, dass es Zeiten gab, in denen eine Partei davon ausgehen konnte, sie gleitet gleichsam in die nächste Regierung. Also gleiten tut man in der Regierung nie, sondern man muss sie sich schon erkämpfen. Und was nun die Ereignisse angeht, das, glaube ich, ist in beiden Fällen, und das, also die Situation, die dann jetzt auch so aufgeheizt ist,
hat ihren Grund vor allen Dingen in landespolitischen Themen beziehungsweise in einer, ja, wenn ich es hart sage, in einer mangelhaften Rekrutierung von wirklich gutem Personal, das dann in Wahlkreisen zur Verfügung steht. Wenn man alle Wahlkreise verliert, hat man ja irgendwie nicht aufgepasst bei dem, was an personeller Aufstellung passiert ist. Zweitens, jetzt speziell der Landesverband, aus dem ich komme, hat sich jenseits des Regierens, das war 60 Jahre die Aufgabe der CDU in Baden-Württemberg, und jenseits des Regierens wirkt die Partei hilflos und irgendwie immer so beleidigt über die Situation, in die sie gekommen ist. Und ich glaube, dass der Sonntag eine und vielleicht noch rechtzeitig vor dem September jetzt ein Ausgangspunkt sein muss, eine andere Mentalität an den Tag zu legen, ein bisschen Lust auf Zukunft zu bekommen, das Potenzial wieder zu entdecken, das in diesem Land auch für die Union stellt. Denn interessant, es gibt ja auch eine gute Botschaft des Wahlsonntages, dass die AfD in den einstelligen Bereich runtergefallen ist. Und das, finde ich, ist schon auch eine Botschaft, die wir bewusst zur Kenntnis nehmen müssen. Und dann gibt es eben drei Parteien, die irgendwie um die 10% herum kraxeln, aber ja nicht wirklich Spuren im Land hinterlassen haben oder selbst Spuren zeigen, die mit dem Land und seiner Entwicklung zu tun haben. Es ist am Sonntag gelungen, und das ist verstörend für die CDU, dass eine Journalistin hat gesagt, das neue Schwarz ist grün. Also wir haben 60 Jahre von der Baden-Württemberg-Partei gesprochen, wenn wir von der CDU gesprochen haben, und nun spricht man von der Baden-Württemberg-Partei, wenn man von den Grünen spricht. Und ja, dann ist es im Übrigen ja alles heute ausgiebig analysiert worden. Ich kann oder ich bin ziemlich sicher, dieses Jahr wird so unruhig und es wird so viel Unvorhergesehenes doch geschehen, dass niemand in den nächsten Tagen glauben soll, er wisse oder könne schon ganz gut kalkulieren, wie der 26. September wird. Das, glaube ich, ist das Jahr mit den größten Unwägbarkeiten seit langem. Herr Bartsch, Ihre Partei hat es weder in Baden-Württemberg noch in Rheinland-Pfalz in den Landtag geschafft. Und das, obwohl ja die Kritik an der ganzen Pandemiepolitik sehr groß ist und diese Politik nicht zuletzt von den Landesregierungen getragen wird. Warum konnte Ihre Partei als Oppositionspartei daraus kein Kapital schlagen, zumindest in diesen beiden Bundesländern nicht? Aber zunächst mal will ich festhalten, dass diese beiden Bundesländer durch zwei herausragende Ministerpräsidenten entschieden worden sind. Also Kretschmann hat ein sensationelles Ergebnis erzielt und ebenso Malu Dreyer, obwohl eben die Koalitionsparteien Union und SPD ja in beiden Ländern jeweils verloren haben. Was die Linke betrifft, ist das Ergebnis für mich wenig überraschend. Man kommt in Landesparlamente, wo man, in Baden-Württemberg gibt es noch das Ein-Stimmen-System, wo man nicht im Landtag ist, vergleichsweise schwierig rein, wenn es keine starke kommunale Verankerung gibt und nicht ein Bundestrend da ist, der uns in diese Parlamente trägt. Beides ist nicht der Fall gewesen. Die kommunale Verankerung fehlt uns und der Bundestrend ist im Wesentlichen auch durch Eigenverschulden im Moment nicht sonderlich gut. Wir haben jetzt erst einen Parteitag gehabt, wir haben jetzt erst eine neue Führung, was sicherlich eine große Chance für uns ist, aber das konnte auf diese Wahlen keinen Einfluss haben. In beiden Ländern ist unsere Struktur nicht so, dass wir landtagsfähig sind. Im Nachbarland Hessen ist das ganz was anderes. Da gibt es die kommunale Verankerung. Das haben wir bei den Kommunalwahlen jetzt auch gesehen. In Kassel zweistellig, in Frankfurt und so weiter. Also überall ordentliche Ergebnisse. Das ist dort nicht der Fall. Und wir müssen das Haus dort ganz klar vom Fundament bauen. Das heißt, über die Kommunalpolitik stark werden. Unsere beiden Spitzenkandidaten, ich vermute in der Runde jetzt hier, wird niemand die Namen sagen können außer mir. Und das sagt etwas. Ich glaube, dass natürlich, wenn im Juni in Sachsen-Anhalt gewählt wird, haben wir eine völlig andere Situation. Dort gilt auch dann dieses Prinzip, es gibt Mehrheiten jenseits der Union und die sind dann sicherlich nicht mit dem Grünen oder mit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten.
Frau Göring-Eckardt, vor dem gestrigen Wahlabend wurde mit Blick auf die Bundestagswahl immer von einer möglichen schwarz-grünen Bundesregierung geredet, vielleicht auch schon mal von Rot-Rot-Grün. Aber seit gestern wird auf einmal über die Ampel geredet. Wäre das für Sie eine Option, so sie denn überhaupt rechnerisch möglich sein wird nach der Bundestagswahl, die Sie attraktiv fänden, wo Sie die Chance sehen würden, viele grüne Inhalte zu verwirklichen? Also wir haben schon vor der Wahl vom Wochenende immer darüber geredet, dass es nicht um Schwarz-Grün, sondern um Schwarz oder Grün geht. Und ich habe deswegen vorher nicht ohne Grund über eine Richtungsentscheidung gesprochen. Und wir erleben gerade eine Union, also ich würde jetzt allen empfehlen der Union, sie sollen Frau Schawan bitten anzutreten, weil sie hat einen Plan, eine Idee, Leidenschaft und irgendwie Klarheit. Ich habe den Eindruck, es gibt eine riesige Orientierungslosigkeit innerhalb der Union gerade. Und man weiß nicht, wofür man steht. Und es ging ja schon relativ lange so, dass man das nicht so genau wusste. Aber dann konnte man wenigstens immer noch sagen, wir regieren jedenfalls gut. Und dieser zweite Teil, der fällt gerade weg. Also ich weiß nicht, was bei Ihren Geräten gerade passiert. Bei meinen Geräten ploppt die ganze Zeit diese Frage auf, wieso hat eigentlich der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den AstraZeneca-Impfstoff ist gerade derartig desavouiert, dass alles, was daran hängt, die ganze Impfstrategie und sowas in Frage gestellt wird. Und ich habe den Eindruck, diese Orientierungslosigkeit plus das, was früher immer selbstverständlich war, die CDU kann regieren, das führt zu einer in der Tat sehr, sehr tiefen Krise. Und ich will der Frage nicht ausweichen, auch wenn Sie jetzt wahrscheinlich alle den Eindruck hatten, aber ich glaube, da hat Frau Schawan vollkommen recht. In diesem Jahr kann in allem total viel Bewegung sein. Und was mir persönlich ein bisschen auf die Nerven geht, aber ich weiß, dass diese Frage trotzdem gestellt werden muss, ist, jetzt sagen Sie doch mal vorher, in welchen Konstellationen Sie es gerne hätten, ob das möglich wäre oder. Und da gibt es erstmal eine ganz einfache Antwort drauf. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler, welche Konstellationen möglich sind. Und dann muss man sich am Tag danach hinsetzen und überlegen, mit wem redet man, mit wem redet man nicht. Und natürlich reden wir nicht mit einer rechtspopulistischen AfD, die rassistisch ist. Wir reden mit demokratischen Parteien. Wir haben nach der letzten Bundestagswahl in einem sehr ungewöhnlichen Bündnis, für uns sehr ungewöhnlichen Bündnis zusammengesessen. Wir waren auch nicht diejenigen, die aufgestanden sind und gegangen, obwohl es wirklich schwierig war, in vielen, vielen Fragen echt schwierig war, da zusammenzukommen oder jedenfalls zu versuchen, zusammenzukommen. Und jetzt haben die nach der Ampel gefragt. In Baden-Württemberg wird man jetzt mit allen Parteien auch reden, auch mit der FDP ja reden. Wir haben eine Ampel in Rheinland-Pfalz, wir haben eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Und dann kann man die Frage kann man ganz einfach beantworten. Wer ist eigentlich von den potenziellen KoalitionspartnerInnen die größte Klimabremse? Und diese Frage von Klimaschutz, Zusammenhalt, Innovation, Infrastruktur, das ist das, worum es am Ende geht. Und dann guckt man ganz kühl, würde ich sagen, nachdem man einen leidenschaftlichen Wahlkampf für die eigenen Ziele gemacht hat, guckt man ganz kühl, was am ehesten zusammengeht. Ich danke Ihnen vielen bis hierhin und würde jetzt gerne an Michael Wedell übergeben, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch Gelegenheit haben, ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Vielleicht wäre es möglich, die Antworten relativ kurz zu halten, damit möglichst viele Fragen angesprochen werden können. Ja, vielen Dank. Zum einen möchte ich erstmal nochmal auch im Namen von Georg Milder bei 10 weiteren Beiträgern und Beiträgern bedanken, die auch im Chat mit dabei sind und zuhören. Wir freuen uns also, dass einige aus dem Buch jetzt hier nochmal die Diskussion mitverfolgen, die aus bekannten Gründen ja nur etwas eingeschränkt jetzt hier so laufen kann. Eine Frage, die alle immer wieder stellen oder viele hier wieder stellen, ist die Frage nach links und rechts, bürgerlich und libertär. Was ist eigentlich libertär? Was ist bürgerlich und muss man bürgerlich werden, um zu regieren? Oder können auch Linke regieren in der Verantwortung? Also das gibt es in allen Facetten. Das ist heute jetzt auch schon angesprochen worden. Das kann sicher gleich nochmal beantwortet werden. Eine weitere Frage, die auch in verschiedenen Facetten immer wieder auftaucht, ist, dass zentral für die Einordnung einer Partei sei, wie sie es denn mit dem Thema Ökonomie hält. Und da sei das gerade bei den Grünen
noch ungeklärt. Da müssen und nicht nur Grüne darauf antworten, aber dürfen. Und die dritte Frage, die ich rausgegriffen habe, die greift an die Schlussfrage von eben rauf. Was haben die gestrigen Wahlen hinsichtlich des Buchtitels an Erkenntnis gebracht von Katja? Das ist eine ganz schöne Frage, mit der man vielleicht einsteigen kann. Wer möchte denn starten? Bisher wurden wir immer so schön drangenommen. Also ja, jetzt geht es ein bisschen gruppendynamischer weiter. Also Avantgarde oder angepasst. Irgendjemand hat im Chat auch geschrieben, ich habe gerade mal einmal kurz durchgescrollt, es geht ja eigentlich um beides. Also wenn man so einen großen Anspruch hat, Zukunft zu gestalten, dann muss man Avantgarde sein. Es geht gar nicht anders, vorangehen. Und auf der anderen Seite, ich finde jetzt persönlich angepasst auch nichts Schlimmes, wenn man damit meint, dass man auch die im Blick hat, die ganz anders denken als man selber und die anders sind als Frau selber. Und das ist so die für mich jedenfalls die entscheidende Frage dabei. Und ja, und bei den anderen beiden Fragen, manchmal geht es mir auch so ein bisschen das Bürgerliche. Ja, was ist das eigentlich? Also kann das eigentlich mal jemand bitte genau beschreiben? Geht es darum, ich bin Tanzlehrertochter, ja, ich kann mit Messer und Gabel essen. Und alle anderen Grünen können das auch. Ist das bürgerlich oder ist bürgerlich staatsbürgerlich? Und da würde ich sagen, natürlich sind die Grünen gute Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Manchmal wirklich im Übermaß gute Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Verfassungsschützerin. Hätte ich auch vor Jahren nicht gedacht, dass ich das mal über meine Partei sagen würde, müsste, muss man dazu sagen, wenn es um die Frage von Freiheitsrechten geht. Natürlich sind wir da Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und meinen das auch sehr, sehr ernst und gehen sogar so weit, dass wir gerne die Verfassung noch weiterschreiben wollen. Also im Sinne von, was heißt das eigentlich heute? Was brauchen wir heute für Verfassungsrechte von den Rechten für Kinder angefangen bis zu vielem anderen mehr? Und die Frage der Ökonomie, das sage ich jetzt nur ganz, ganz kurz, aber die hängt mir wirklich am Herzen, weil ich fest der Überzeugung bin, wir werden die Klimakrise nur bewältigen, wenn wir die ökonomische, ökologische Transformation hinbekommen. Und es ist nicht verwunderlich, dass viele Leute in der Wirtschaft, die noch vor Jahren gesagt haben, lasst uns bitte in Ruhe starten, wir machen das schon, die Marktwirtschaft regelt das alles. Ich komme nicht auf Corona zurück, sondern die sagen jetzt genau die gleichen Leute, sagen jetzt übrigens auch öffentlich vor einigen Wochen am Sonntag zusammen mit Agora Energiewende und anderen große Unternehmen, große Konzerne, von denen man es nicht gedacht hätte, wir brauchen jetzt bitte Rahmenbedingungen, damit wir das mit der CO2-Neutralität hinbekommen. Und wir brauchen politische Rahmenbedingungen dafür. Und dieses Zusammengehen von Ökonomie und Ökologie, was jetzt bei uns adressiert wird, worüber ich mich sehr freue, ist genau das Verständnis von Wirtschaft, was wir, glaube ich, heute brauchen. Vielleicht kleine Nachfrage dazu, wie innovationsoffen sind die Grünen dann? Die Grünen sind, also ich war vorhin ganz begeistert von Annette Schavan, als sie über die Wissenschaft natürlich so in ihrer eigenen Leidenschaft gesprochen hat. Natürlich sind wir offen für Innovation. Natürlich wollen wir, dass Forschung betrieben wird, zum Beispiel Grundlagenforschung, ja, dass es die Freiheit der Forschung gibt. Und gleichwohl, das wird wahrscheinlich der Grund für die Nachfrage sein, gleichwohl fragen wir uns immer, welche Werte stehen eigentlich dahinter und wo reden wir auch darüber, welches Ziel Forschung eigentlich haben soll und welches nicht. Grundlagenforschung hat natürlich kein Ziel. Aber wenn wir über öffentliche Forschung reden, dann öffentlich geförderte Forschung reden, dann muss man sich natürlich auch fragen, wo führt das eigentlich hin? Also, dass wir über Jahre und Jahre, Jahre immer noch Forschung für die Atomkraft haben, das verwundert dann schon, die bundesseitig gefördert wird. Obwohl klar ist, da steigen wir aus der Technologie. Aber bei anderen Fragen, wir brauchen die Innovation. Ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob die Anpassungsmöglichkeiten überhaupt reichen werden für die Erderwärmung, die wir sowieso haben werden, die wir gar nicht mehr stoppen können. Aber genau an dieser Stelle werden wir sehr viel Innovation und Forschung brauchen. So, als ob es nicht besser belegt werden könnte, es gibt eine grüne Wortmeldung durch ein Handzeichen. Jetzt ist aber Sebastian. Ich übernehme direkt. So habe ich das mal gedeutet, danke. Ich wollte nochmal auf diesen Gegensatz oder diese vermeintliche Frage, muss Verbürgerlichung sein, um zu regieren?
Ich glaube, da ist eine tatsächlich, das ist nicht ganz zielführend, diese Begrifflichkeit da zu nutzen, weil ich glaube, tatsächlich ist doch viel wichtiger, und da kann man, Stichwort 40 Jahre Grünes, lernen auch lernende Organisationen, lernende Partei, auch Veränderung von Partei, durchaus festhalten, dass diese Regierungsfähigkeit doch mit dem Lernen einhergehen muss, dass gutes Regieren oder überhaupt Regieren Kompromisse erfordert, Kompromisse auch notwendig sind, um letztendlich Mehrheiten auch mit anderen Parteien sicherzustellen. Das ist aber tatsächlich gerade, das kommt gleich auch in diesem Begriff des Angepassten, dann gerne wieder als Vorwurf zu sagen, man hat ja jetzt nur einen Teil erreicht. Da ist ein Lernprozess sicherlich da, zugleich aber auch, und das wird sicherlich auch die Zukunft zeigen, spannend, die Herausforderung bleibt, wir hatten ja vorher auch über die Frage von anderen Bewegungen und so weiter geredet. Aber dieser eine Schritt, diese Akzeptanz von Kompromiss und Mehrheitsbildung, zum anderen aber, und dann vorhin viel so am Rande, diese 11 Landesregierungen. Regierungsfähigkeit ist natürlich auch eine Frage von, ich sage mal, schlicht handwerklicher Kompetenz. Also das Übersetzen von politischen Zielvorstellungen in tragfähige, auch rechtssichere Formate, Gesetze, Verordnungen und so weiter. Und da glaube ich tatsächlich, ist auch das nicht zu unterschätzen, da ist auch eine große, wenn man das auch aus der Parteiengeschichte betrachtet, zu 98 ein großer Unterschied, weil da diese breite Expertise ist, auch wie Verwaltung, mal gut, mal weniger gut funktioniert, vorhanden und das sicherlich hilfreich ist. Es geht so in diese Richtung dieser staatsbürgerlichen Perspektive auch zu sagen, die Verantwortung in und für Institutionen ist sicherlich anders als in der frühen Geschichte der Grünen. Aber das sind, glaube ich, wichtige Punkte, die gar nicht im Sinne von Anpassung oder Bürgerlichkeit, aber in Klärung von Rollenverständnis und auch in handwerklicher Expertise in Parteien sich massiv bei den Grünen etwa weiterentwickelt haben. So, Herr Bartsch. Ja, ich würde mal die Frage stellen, wer legt eigentlich fest, was bürgerlich ist? Wer legt eigentlich fest, was regierungsfähig ist? Also nach unseren Maßstäben würden doch viele sagen, Donald Trump war weder regierungsfähig noch bürgerlich. Und trotzdem hat er regiert, und zwar die größte oder die mächtigste Volkswirtschaft der Welt. Also dieser Maßstab ist schon einigermaßen schräg. Eins ist doch auch klar, dass wer nicht fähig ist zur Anpassung, der wird auch nicht regieren. Das ist doch völlig klar. Nur diese Thesen, also man muss verbürgerlichen, das ist ein Kampfbegriff. Da versuchen einige, ja, das sind die bürgerlichen Parteien, die Grünen sind jetzt auf dem Weg dazu, die können es vielleicht schaffen und andere sind das nicht. Das hat überhaupt niemand festzulegen. Das entscheidet ja Gott sei Dank Wählerinnen und Wähler. Und da, wo es dann zum Beispiel jetzt ja immerhin in 3 Ländern, gab kurz 4, wo es Mitte-Links-Bündnisse gibt. Das ist natürlich für viele, sind das keine bürgerlichen Regierungen, das ist alles furchtbar. Aber ehrlich gesagt, das entscheiden die Leute, die dann dort regiert werden. Und die können auch festhalten, jawohl, das entspricht meinem bürgerlichen Verständnis. Und die Frage ist doch, inwieweit ist man kompromiss- und verhandlungsfähig? Das ist doch die Kernfrage. Und das entwickelt sich. Und da sind Parteien in ihrer Gründungsphase logischerweise immer in einer Situation, dass sie auf große Eigenständigkeit gehen, dass sie natürlich mit dem Oppositionsgedanken beginnen, sonst sind sie chancenlos. Und dass über die Entwicklung und über Stärke dann auch Kompromissfähigkeit wächst. Und sie muss wachsen, je stärker eine Partei wird. In diesem Sinne finde ich, dass man diese Kampfbegriffe weglassen will. Und ich wehre mich dagegen, dass wir jetzt in eine Situation kommen, dass es ausschließlich so ist, Katrin Göring-Eckert hat es gesagt, also die Frage ist, wie stehst du zu der Klimakrise? Ich kenne bis auf eine Partei, die ich hier weglasse, eigentlich niemanden, der nicht diese wahnsinnige Herausforderung sieht und akzeptiert. Dann gibt es unterschiedliche Antworten. Und da gibt es diejenigen, die sagen, es gibt dazu mindestens noch andere Probleme der gleichen Dimension. Ich weiß, sie sind dann miteinander verbunden. Die wahnsinnige Ungerechtigkeit dieser Welt. Ich meine, alle 7 Sekunden verhungert ein Kind auf dieser Welt. Das hat auch mit Klimakrise, aber nicht nur damit zu tun. Oder die Tatsache, dass zum Beispiel, um nur dieses zu nennen, jetzt alle 7 Minuten an einer deutschen Waffe ein Mensch stirbt. Ich könnte das jetzt durchdeklinieren. Also wenn wir das alles ignorieren und sagen, naja, es ist jetzt die Klimafrage und ansonsten alles andere, das teile ich ausdrücklich nicht. Wir müssen schon einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz wählen und dann selbstverständlich auch die Fähigkeit zum Kompromiss, zur Mehrheitsbildung haben. Das geht an alle Parteien. Das haben die Grünen gelernt. Da kann man von ihnen auch lernen, dass sie dort unendlich dazugelernt haben, natürlich in alle Richtungen verhandlungsfähig sind und dadurch auch geschafft haben, ein Stück weit jetzt auch
die Lieblinge der Berliner Eliten zu sein. Das gehört dazu, da kann man sie auch nur beneiden und damit deutlich zugelegt haben, was das Thema Kompromiss betrifft, von der Avantgarde kommen, aber jetzt selbstverständlich auch Anpassung leben und einem guten Sinne. Anpassung leben in einem guten Sinne, da greift sofort Annette Schawan das Wort. Ja, ich bekenne mal ganz am Anfang, dass ich den Begriff Bürgerin, Bürger ganz positiv finde. Für mich ist das, also es sind ja ganze Bibliotheken geschrieben worden und die will ich jetzt hier nicht, also ich kenne sie auch nicht alle, aber ich will sagen, ich finde, das ist ein Ausdruck, von, der mit Selbstbewusstsein zu tun hat. In der Politik davon auszugehen, dass ich mit Menschen zu tun habe, die selbstbewusst sind und dieses denen dieses Gemeinwesen nicht egal ist. Es gab im baden-württembergischen Wahlkampf, weil wir ja nun mal über Wahlen gesprochen haben, ein Plakat in Baden-Württemberg mit dem Porträt von Winfried Kretschmann und dem Satz, er weiß, was wir können. Das ist für mich ein Schlüsselplakat gewesen, weil da eine Haltung beschrieben wird, von der ich glaube, dass sie vor allem, wenn wir immer über all die Anpassungsprozesse und die damit verbundenen Anstrengungen nachdenken, ein Schlüssel werden wird. Haben die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck und können sie gute Erfahrungen damit machen, dass ihnen ihr Selbstbewusstsein politisch ernst genommen wird? Deshalb würde ich das nicht so schnell beiseite tun. Regierungsfähig in einem, ja, im Sinne eines guten Regierens sind vielleicht immer mehr nur die, die mit diesem Selbstbewusstsein von Bürgerinnen und Bürgern umgehen können, die das nicht störend finden, die jede Art von Paternalismus vermeiden, die eben nicht den Eindruck erwecken, dass, wenn der Bürger nur ein bisschen schüchterner ist, die Politik besser durchregieren kann. Das finde ich ein ganz interessantes Thema auch für, so, ja, für diese Anpassungsprozesse, die nicht gelingen können, wenn ich von Menschen ausgehe, die sozusagen behandelt werden oder denen nur irgendwie strategisch klug vermittelt wird, was jetzt zu tun ist. Nein, sie müssen es auch selbst wollen, da geht kein Weg vorbei. Und deshalb diese Grundhaltung, er weiß oder sie weiß, man kann es ja in vielen Varianten sich vorstellen, was wir können, das finde ich, ist für diese Zukunftsaufgaben eine ganz wichtige, vielleicht sogar die Schlüsselhaltung überhaupt. Ja, vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen hier. Die eine finde ich insofern auch interessant, sehe ich gerade, dass Arne Lienz die Frage stellt, ob die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO die Matrix für den Wahlkampf sein können, um die Nachhaltigkeitsthemen zu diskutieren für alle Parteien. Die Frage ist aber auch deshalb eine schöne Frage, weil Arne Lienz, der Sohn von Heiko Lienz, ist aus dem Neuen Forum, der auch in seinem Buch mitschreibt. Er war lange Jahre Abgeordneter im Europaparlament für die SPD. Und sein Vater natürlich für Neue Forum und die Grünen unterwegs. Und auch da sieht man, dass die Partei eben nicht erst seit einer Legislatur besteht. Und die andere Frage, die hier noch frisch reingekommen ist, ob das Thema Ökologie und Feminismus nicht immer noch für den Avantgarde-Anteil im Sinne von Zukunftsorientierung bei den Grünen sehr stark stehen würde. Damit gehen wir aber auch schon Richtung Schlussfragen, Schlussrunde, die wir uns vorgenommen haben, weil wir auch in 5 Minuten unsere Diskussionsrunde hier beenden wollen, sodass, wenn ich da jetzt nicht falsch ins Wunder, wir gucken uns hier kurz an, sodass wir jetzt einfach eine Schlussrunde mit diesen beiden Anstößen in die Eröffnung leiten. Vielleicht dann jetzt im umgekehrten Reihenfolge nochmal. Das wäre Katrin Göring-Eckardt, würde wieder beginnen. Weil du ja rangenommen werden wolltest. Umgekehrte Reihenfolge ist dann... Der Letzten. Ja. Okay. ja, ich bin Ossi, ich möchte drangenommen werden. Ich möchte nicht hier... So, nein, Scherz beiseite, aber wir wollen ja... Zoom-Konferenzen haben ja sehr viel mit Disziplin zu tun und dass man nicht reinquatscht. Das ist sehr bedauerlich, weil sonst wären wir uns hier, glaube ich, heute Abend sehr viel öfter ins Wort gefallen mit Zustimmung oder auch Auseinandersetzung. Ja, vielen Dank, lieber Arne Lienz, für die Frage, weil ich glaube tatsächlich, dass die Nachhaltigkeitsziele, die
die Grundlage für das sein müssen, was wir für die nächsten Jahre unmittelbar planen, aber eben auch, was wir perspektivisch planen. Das Gute daran ist ja, dass wir automatisch nicht nur national denken müssen, sondern dass wir automatisch europäisch, international denken müssen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, weil ich glaube, in einer Zeit wie unmittelbar jetzt in diesem Jahr, wo wir so unfassbar auf uns selbst zurückgeworfen sind, ja, wir begegnen uns täglich mehrfach. Also nicht nur morgens im Spiegel, sondern in Dauerkonferenzen oder im Spiegel der eigenen Kinder, die finden, dass die Eltern ihnen langsam auf die Nerven gehen im Homeoffice, oder auch die anderen, die ganze Zeit draußen arbeiten und dann irgendwie trotzdem noch das Homeschooling auf die Reihe bringen müssen. Also insofern, ich glaube, wir leben in einer wirklich sehr, sehr eingeschränkten Situation physisch, und gleichzeitig sehen wir weltweit, was gerade passiert. Und das ist eine weltweite Pandemie, und auch schon daran merkt man, dass die ganzen globalen Fragen jetzt auf dem Tisch liegen und dass sie auch global betrachtet gehören. Und ja, natürlich, die ökologische Frage, der Feminismus spricht natürlich sehr für Avantgarde. Ich will das jetzt gar nicht so sehr ausführen. Ich finde es aber sehr persönlich sehr, sehr spannend, dass wir wirklich eine neue feministische Bewegung haben von sehr vielen jungen Frauen, die nicht nur in einer großen Selbstverständlichkeit für eine feministische Grundhaltung, für eine feministische Politik in allen Bereichen kämpfen, sondern die das auch machen in einem Selbstverständnis und in einer Klarheit, wie wir das lange in der Bundesrepublik und, da muss man auch sagen, in vielen anderen Ländern der Welt eben nicht hatten. Und insofern, ich will mich heute Abend gar nicht entscheiden für Avantgarde oder angepasst, sondern ich sage, wenn man Dinge durchsetzen möchte, die man avantgardistisch vorantreiben will, dann muss man ein paar Sachen können. Dazu gehören Kompromisse, dazu gehört Regierungshandwerk, dazu gehört vor allen Dingen aber andere zu begeistern und sie tatsächlich für das einzunehmen, was man selber für notwendig hält. Und letzter Satz, auch anzunehmen, dass es sein kann, dass die oder der andere womöglich recht hat. Sebastian. Ja. Geht gut. Ich kann direkt anschließen. Ich glaube, ich halte mich auch kurz. Vielleicht eher mit dem Blick die Herausforderungen. Was sind jetzt die Herausforderungen für die Grünen jetzt auch auf dem Tablett, die da kommen? Ich glaube, tatsächlich die schwierige Frage ist die Verbindung von sehr heterogenen Erwartungen an die Grünen. Die werden jetzt im Wahlkampf, vor allem aber auch nach der Bundestagswahl, sicherlich nochmal stärker zu bearbeiten sein. Also wir hatten ja über die verschiedenen Geschwindigkeiten von Veränderungsprozessen und überhaupt das Ausmaß auch von Veränderungen gesprochen. Das zu bündeln, zu verbinden, wird sicherlich schwierig. Zugleich aber auch, und damit komme ich auch auf die Avantgarde zu sprechen, die Herausforderung, die Verbindung von verschiedenen Milieus und verschiedenen Gruppierungen. Das kann man regional durchdeklinieren, also Stadt und Land als eine ganz große Herausforderung. Das kann man zwischen eher etablierten und eher aufstrebenden Milieus oder auch eher nicht ökonomisch gut gestellten Milieus durchdeklinieren. Und vor allem aber auch, und ich glaube, das ist eine Chance in der Gegenwart, zu sagen, natürlich ist abstrakt, theoretisch, konzeptionell Frage von Feminismus, Gleichstellung und so weiter, erstmal, wenn man es auf einer theoretischen Ebene debattiert, ein extrem ausschließendes Konzept. Aber in Wahrheit, wenn wir doch gerade schauen, was passiert, diese Frage, wer betreut eigentlich gerade, wer leidet oder wer wird abgehängt, wenn Infrastrukturen versagen, das ist doch gerade Alltagserfahrung von allen im Land. Und da anzuknüpfen, glaube ich, zeigt, dass diese Themen eben doch in der breiten Gesellschaft gerade diskutiert und auch da sind. Vielleicht nicht mit den Begriffen, die wir gerne pflegen und führen, aber auf der Sachebene und auf der Auseinandersetzungsebene durchaus. Also insofern, glaube ich, ist da deutlich mehr als Avantgarde in dieser Themenfrage in der Gesellschaft gerade vorhanden. Ja, selbst die katholische Kirche beschäftigt sich mit der Rolle der Frauen auf ganz avantgardistische, also für sie, für ihre Institutionen auf fast avantgardistische Art. Ich finde das sehr spannend. Ich erzähle eine kurze Anekdote. Meine Enkelin ist Ministrantin und ist fälschlicherweise vor den Stuhl des Pfarrers gelaufen. Und der katholische Pfarrer hat sich dann umgedreht und gesagt, ist schon in Ordnung. Das ist die Zukunft der Kirche, dass das Frauen machen. Ich nehme an, Frau Schawan ist jetzt dran. Deswegen habe ich reingeredet. Das geht.
Sie wollten auch Herrn Bartsch heute das Schlusswort überlassen. Frau Schawan. Ja, ich würde es so, oder ich sage so, also was das Avantgarde-Sein der katholischen Kirche angeht, so ist das ja auch differenziert zu betrachten. Ich glaube, dass dieser jetzige Papst ein großer Fürsprecher in all den Transformationsprozessen ist. Das hat es auch so nie gegeben, weit über die katholische Welt hinaus, dass da einer ist, der von Wissenschaftlern zitiert wird und selbst Wissenschaftler zitiert. Zum Beispiel, um so ein kleines Beispiel zu nennen. Jenseits jetzt mal von einzelnen Institutionen, glaube ich, in Zeiten, in denen alles so normal vor sich hin plätschert, ist es nicht so einfach, Avantgarde zu sein, weil dann doch häufig der Eindruck entsteht, warum müssen wir jetzt eigentlich uns mit so vielen Neuen beschäftigen, wo doch alles ganz gut läuft. Aber in einer Zeit wie jetzt, glaube ich, dass bei allen Unwägbarkeiten der nächsten Monate schon eine wichtige Frage an alle sein wird und dann natürlich auch ganz besonders an die Grünen mit ihrem Selbstverständnis. Was habt ihr jetzt Neues, das in dieser Zeit, in diesen 12 Monaten deutlich geworden ist? Was hat sich in eurer Art, Politik zu machen, verändert? Man kann ja immer sagen, wir bleiben uns treu und wir haben da so einen roten Faden und Klimaschutz wird gleichsam die Headline, unter die wir unsere neuen Prioritäten setzen. Aber das, was in dem Wort Avantgarde steckt, wird in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen. Die Leute wollen wissen, wie hat euch diese Zeit verändert in der Art, wie ihr Politik macht, in der Art, wie Haltungen in der Politik bedeutsam werden und wie die Prioritäten dann sich tatsächlich verändern. Wird es veränderte Prioritäten geben? Oder werden alle irgendwie nur sagen, das, was wir bislang gesagt haben, gilt auch in Zukunft? Das wird eine spannende Frage. Davon bin ich überzeugt im Wahlkampf werden. Herr Bartsch. Ja, ich bin ja schon aufgerufen, um den Ossi nochmal aufzunehmen von Katrin Göring-Eckardt. Ich will damit beginnen und nochmal einfach festhalten, dass die Grünen mit Sicherheit Avantgarde in den Themen Feminismus und Ökologie waren und das mit Sicherheit auch noch heute zu einem relevanten Teil sind. Ich glaube nicht, dass diese beiden Themen allerdings die entscheidenden in der Wahlauseinandersetzung sein werden. Also mit der heutigen Nachricht, AstraZeneca darf nicht mehr verimpft werden, es gibt weniger Impfdosen und so weiter, wird ja das Impfversprechen nicht eingelöst werden. Wir werden das Thema sozialer Zusammenhalt in einer ganz anderen Dimension bekommen. Ich teile das, was zu Beginn der Debatte gesagt wird. Wer heute etwas über den September sagt, der kann auch Lottozahlen voraussagen. Wir sind weit davon weg, es kann enorm viel passieren. Aber eins will ich dann zum Abschluss vielleicht sagen. Die größte Herausforderung für die Grünen wird es nach der Wahl geben. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der nicht davon ausgeht, dass sie wieder in Regierungsverantwortung kommen. Aber das wird dann der Maßstab sein in einer Situation, wo heute eine Bundesregierung alles tut, als wenn es kein Morgen geben wird, in also einer extrem schwierigen Haushaltssituation, dann diese Herausforderung, auch diese Ansätze, die Grünen vertreten, umzusetzen, das wird die eigentliche Nagelprobe. Ich glaube, sie werden in Regierungsverantwortung kommen, jetzt mal egal in welcher Konstellation, dass ich eine Priorität habe, ist auch klar, aber das Umsetzen und die Nagelprobe wird danach kommen und dann wird sie auch entscheiden, inwieweit Avantgarde es schafft, avantgardistisch zu sein. Herr Bartsch, vielen herzlichen Dank auch allen anderen für die Runde. Wir haben jetzt nicht alle Fragen in der Vollständigkeit aus dem Chat ansprechen können, aber versucht, alle Fragerichtungen anzusprechen. Wenn auch jetzt einige den Eindruck haben, dass wir eher die Gemeinsamkeiten betont haben, anstatt die Unterschiede herauszuarbeiten. Das liegt aber auch in der Natur der Sache des heutigen Themas ein wenig. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite an der Stelle. Und ich gebe nochmal zurück an Herrn Blome vom Verlag.
Ja, ich bedanke mich sehr bei Herrn Wedell und Herrn Milde, nicht nur für die Herausgabe dieses Buches, sondern auch für die Chat-Moderation. Ich bedanke mich ganz besonders bei Katrin Göring-Eckardt, Annette Schawan, Dietmar Bartsch und Sebastian Buko, dass sie sich die Zeit genommen haben und für die spannenden Wortbeiträge. Ich bedanke mich bei der Böll-Stiftung dafür, dass sie diese Veranstaltung gemeinsam mit uns ausgerichtet hat. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, dass Sie einen anregenden Abend hatten. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben aufs Buch, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie es kaufen würden, insbesondere wenn Sie das bei der Buchhandlung vor Ort tun würden. Und ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.